Die Grenze zwischen cringe und kreativ ist manchmal dünner als mein Geduldsfaden in Counter-Strike, aber das waren die besten April-Scherze der Gaming-Hersteller. Nintendo bringt den Virtual Boy Pro und lässt euch mit Augmented Reality geliebte Nintendo-Games in den eigenen vier Wänden zocken. Macht spätestens dann keinen Sinn mehr, wenn man bedenkt, dass die Switch gar keine Kameras hat. Viele digital zu besitzen ist langweilig, echte Sammler schwören auf Collector's Edition. Deswegen bringt CD Projekt Red das 70 GB große Cyberpunk 2077 in der limitierten 97.619 großen Disketten-Edition. Bitte ein kurzes Kommentar, sollte irgendwer da draußen noch ein Diskettenlaufwerk besitzen. Razer bringt mit dem Cthulhu den modernsten Gaming-Chair der Welt, mit 8 Roboterarmen, die euch füttern und massieren und vermutlich noch ganz andere Dinge mit euch machen. Overwatch will ganz lustig sein und setzt seinen Helden Glubschaugen auf, lässt sie lustige Sprüche klopfen und verändert einige ihrer Fähigkeiten, während der größte Witz doch immer noch die neuen Hitboxen bleiben. Und League of Legends trollt die Community mit der Rückkehr von Twisted Treeline und der Ankündigung eines 25 gegen 25 Modus. Als ob dieses Game nicht auch so schon toxisch genug ist.